Hi Leute, Christian Weckler hier, live aus Wiesbaden, der Hauptstadt von Gotland. Hinter mir ist die mittelalterliche Stadtmauer und ich befinde mich gerade hier, wie du hinter mir siehst, im Botanischen Garten zu Wiesbaden mit dem nächsten digitalen Nomaden-Video und heute mit dem Thema die coolsten Online-Business-Ideen. Ja, was heißt schon die coolsten? Ich meine, für den einen ist das Business cool und der andere sagt, ist ja wirklich nichts Gescheites. Das kommt halt immer auf deiner, basiert halt immer auf deiner persönlichen Einstellung, was du als super Online-Business-Idee erachtest oder nicht. Wichtig ist halt, es gibt unendlich viele Online-Business-Ideen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt im Internet Blogs, die thematisieren da über 1000 verschiedene. Ne? Ich möchte die auch nicht alle einzeln benennen. Ich habe mir nur mal ein paar Business-Konzepte sozusagen hier für dich aufgeschrieben im Botanischen Garten. Die besten Ideen, das gibt es zu beachten, die besten Ideen sind nicht unbedingt die exotischsten, ne? Oder die hipsten Ideen, die gerade so mega in sind. Ne? Da muss man nicht auf jeden Zug aufspringen oder sowas, weil jetzt auf einmal das Thema in ist oder das Thema, da muss man nicht überall aufspringen auf den Zug. Da muss man immer gucken, was eignet sich für mich, worin sehe ich selbst Potenzial für meinen Online-Business-Aufbau oder was ist völliger Humbug für mich. Ne? Muss man seine eigenen persönlichen Neigungen und Stärken auch abschätzen können. Sinnvoll sind auf jeden Fall weitgehend unbesetzte Nischen mit überschaubarem Mitbewerb. Also es ist im Online-Business. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wenn du vorher eine Keyword und eine Marktrecherche betreibst, ist das absolut erforderlich und sehr, sehr hilfreich, denn du siehst, wo noch Potenzial ist, wo auch Markt dafür existiert. Ne? Es gibt ja auch Nischen, die sind schon voll besetzt, wie Thema Abnehmen, Diät, da wird es ganz, ganz schwierig. Ne? Und es ist auch sehr teuer, dann so ein Business aufzubauen. Also vorher sauber recherchieren. Wichtig ist auch, dein Thema sollte deiner Expertise entsprechen. Das heißt, mit cleveren Keywords aufbauen und wo du auch deine Stärken drin siehst. Ne? Wenn dein Thema wirklich, das nutze ich immer wieder gerne in den Videos, wenn dein Thema das Angeln ist, wenn dein Thema die Hundeerziehung ist, dann solltest du doch das auch entsprechend umsetzen. Das sind ja noch Märkte, auch noch mit Luft nach oben. Ganz klar, deine Expertise. Solltest immer das machen, was du kannst, worauf du Lust hast. Auf irgendeinen Zug aufzusteigen, habe ich schon erwähnt, das macht nicht für jeden Sinn und geht oft sehr schief. Das sind mal ein paar Vorgedanken. Jetzt möchte ich dir gerade noch mal sinnvolle Konzepte nennen. Und für mich am sinnvollsten ist das Konzept digitale Infoprodukte-Business. Das heißt, eigene Infoprodukte erstellen, seine Expertise nutzen, daraus digitale Produkte, ein Coaching, ein E-Book, einen Podcasting-Kurs machen und das verkaufen, vermarkten an deine Zielgruppe. Das ist für mich das Sinnvollste, weil das ist dein eigener Mehrwert, dein eigenes geistiges Eigentum, was du dort wirklich umsetzt auch für dich selbst. Das kann dir niemand nehmen, da bist du der Chef deines eigenen Produktes. Das ist genau das Richtige für dich. Sinnvoll sind auch Amazon-Nischenseiten zu erstellen, wo du als Affiliate-Produkte von Amazon vermarktest. Es ist zwar mit niedrigen Provisionen verbunden, aber sehr sinnvoll. Oder du machst halt das neue Konzept Fulfillment bei Amazon. Das heißt, du kaufst irgendwo was ein, in Asien zum Beispiel für günstiges Geld und verkaufst es in deinem Markt, egal ob das in Österreich, Schweiz, Australien oder sonst wo sitzt und verkaufst das über FBA, FBA Business Fulfillment bei Amazon. Ein sehr beliebtes Konzept sind auch immer wieder PLR, Private Label Rights Produkte, wo du ja einfach fremde Produkte einkaufst, E-Books oder Coachings und den ganzen ein Private Label Stempel auftritt. Das heißt, daraus dein eigenes Produkt kreierst, indem du es neu aufsetzt, neu strukturierst, neu designst und die Inhalte noch optimierst. Und dann ist es quasi dein eigenes Produkt, bei dem du die vollkommenen Rechte besitzt. Du bist dann sozusagen auch der Herr des Produktes bei Private Label Produkten oder White Label, wie sie es teilweise nennt. Anderes Konzept ist das Dropshipping Konzept, wo du Online-Shops und die Infrastruktur anmieten kannst und dort entsprechend Produkte vermarkten und verkaufen kannst an eine Zielgruppe. Dropshipping nennt sich das. Kann man auch mal im Internet nachgoogeln. Gibt es auch ein paar Kurse auf Digistore24. Das ist auch noch ein sehr gutes, sinniges Konzept, weil du auch
für dich selbst was Eigenes vermarkten kannst und auch natürlich Affiliate-Produkte kombinieren kannst. Weitere Themen, ja, der Klassiker Network-Marketing, das musst du halt mit entsprechenden Online-Marketing-Strategien aufsetzen. Sonst ist das eher auch zum Scheitern verurteilt, sage ich mal. Da musst du schon den kalten Markt entsprechend bedienen können und mit entsprechenden Online-Strategien das Ganze angehen, um Traffic zu generieren und dergleichen. Dann kannst du noch als Freelancer arbeiten, sage ich mal, wo du dein eigener Dienstleister bist, wo du anderen Leuten Dienstleistungen anbietest, zum Beispiel Übersetzungsarbeiten, Grafiken designen, alles was Leute, wonach Leute suchen. Das geht zum Beispiel bei Fiverr.com, bei Content.de, bei den bekannten Plattformen. RevShare ist so ein Thema. Also mich spricht es jetzt nicht besonders an, aber ich denke mal, es zählt zu den coolsten Online-Business-Ideen des Jahres 2016. RevShare, wo du mit Online-Werbung, wo du ein Stück vom Online-Werbekuchen abholen kannst. Aber viele haben da schon pleite gemacht oder die gibt es gar nicht mehr. Da musst du halt gucken, ob RevShare dir wirklich liegt oder ob das auch was für dich ist. Also für mich ist das nichts, aber ich wollte es trotzdem mal genannt haben, weil es halt in Anführungszeichen zu den coolsten Ideen gehört. Und dann zu guter Letzt, letzter Punkt, was auch sehr oft vermarktet wird in letzter Zeit, habe ich auch schon ein paar Kurse vermittelt, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt meins, mit T-Shirts Geld verdienen, wo du ein eigenes T-Shirt-Business aufbauen kannst mit individuellen Motiven und dann in bestimmte Nische kannst, weil ja angeblich jeder durchschnittliche EU-Bürger oder so Minimum 30 T-Shirts im Kühlschrank, wollte ich schon sagen, im Kleiderschrank hat. Es scheint ein großer Markt zu sein, aber ich denke, da ist sehr, sehr viel Konkurrenz auch dabei. Ja, das waren die coolsten Online-Business-Ideen, die ich dir mal, oder Konzepte eher gesagt, die ich dir vorstellen wollte. Hier live aus dem Visby Botanischen Garten bei mittelprächtigem Wetter. Was hier jetzt ein weiteres Ziel von meiner digitalen Nomadenreise ist und war. Heute geht es wieder zurück auf das schwedische Festland nach Nynäshamn und von dort aus geht es über Stockholm dann Richtung die finnischen Ålandinseln. Also wird auch spannend dort werden, bin ich gespannt. Und du solltest dich dann einfach über die neuesten Themen dort vor Ort dann bei mir informieren, die dann kommen in den nächsten Tagen. Ich habe ja alle Themen schon vorbereitet. Wenn es dir gefallen hat, auch heute wieder, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wie immer, bis morgen. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.